Hallihallo meine Freunde und willkommen zurück zu Far Cry 6. Immer noch auf Bauernfängerei-Mission. Und wir müssen zurück zu der Finca und mit der Lady nochmal sprechen, weil die braucht nochmal unsere Hilfe. Olivia ist noch am Start. Ja, die behalten wir jetzt auch auf der Mission hier, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal. So. Genau, hier müssen wir hin. Fabrica de Chocolata Petra Toca. Sie. Eine Schokoladenplantage. So. Petra Petrovitschka. Warte. Ja. Olli, was ist los? Hallo. Olli, was ist denn? Was knurrst du denn an? Was knurrst du denn die alte Dame an? Wer ist dein braves Kätzchen? Hm? Volker hat doch gerade erst angefangen. Brauchst jetzt noch nicht knurren. Ich muss mit dir reden. Hallo. Meine Tochter und ihr dämlicher Freund haben sich festnehmen lassen. Einer meiner Helfer war dabei und meinte, dass jetzt noch ein Sargento hierher kommen wird, um Fragen zu stellen. Immer wenn sie einen neuen Idioter hierher versetzen, versucht er aggressiver zu sein als sein Vorgänger. Versteck dich auf dem Boden und sieh dir an, was ich meine. Leute wie die können nur reden. Sie werden mich bedrohen, aber ich denke, ich werde herausbekommen, wo sie Gloria festhalten. Wenn du mich verrückt sagen hörst, heißt das, dass ich es herausgefunden habe. Dann kannst du die Arschlöcher töten. Versteck dich auf dem Boden. Alles klar. So. Gut. Vamos, versteck dich endlich. Ich bin doch versteckt. Wo soll ich denn noch hin? Was ist da der Boden? Da kommt doch schon das Auto. Okay. Ist das Benzin? Nein. Okay. Olivia, ganz ruhig. Pass auf, dass wir nicht gestört werden. Überprüf das Schlafzimmer. Was für ein Drecksloch. Voll. Ich bin Sargento Savoy. Ich wurde beauftragt, in dieser Gemeinde aufzuräumen. Ah, genau wie der letzte Typ. Viel Glück damit. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Sie eine Menge über Libertad wissen. Das Einzige, was ich über die Guerilleros weiß, ist, dass sie mir mehr Ärger machen als ihr Soldados. Das tun Sie ganz sicher. Jedes Mal, wenn Sie kommen, sage ich es sofort der Armee. Sparen Sie sich das. Ich weiß, dass Ihre Tochter mit der Guerilla zusammenarbeitet. Ich habe Sie und Ihren Libertad-Freund gerade festgenommen. Was? Gloria? Unmöglich. Wo ist sie? Sie ist immer noch hier in Fernando. Sie ist eine Kollaborateurin. Genau wie Sie. Das ist die Gemeinde. Aber wo genau? Ich habe gar keine Zeit zu kollaborieren. Ich brauche Informationen über alle neuen Guerilleros, die hier durchgekommen sind. Haben Sie den Namen Dani schon einmal gehört? Der Name sagt mir nichts. Wo sind die Guerilla-Depots? Depots? Keine Ahnung. Ich will meine Tochter sehen. Wo ist sie? Sie ist sicher. Fürs Erste. Ich verstehe. Wie viel muss ich Ihnen zahlen? So läuft das nicht. Sagen Sie mir, wo sich das Feldlazarett der Guerilla befindet. Ich weiß es nicht. Wo ist Gloria? Wenn ich sie sehe, bezahle ich. Signora Toca, Gloria ist auf einer Finca in der Nähe. Die wird Sie heute verlassen. Sagen Sie die Wahrheit und sie bleibt am Leben. Wenn Sie lügen, stirbt sie. Ein Bauernhof. Ihr Bauern seid alle gleich. Ihr lügt mir alle frech ins Gesicht. Ich lüge nicht. Ich habe heute mit einem deiner Bauern geredet. Er wollte nichts sagen, also haben wir russisches Roulette gespielt. Dios mio, ich gehöre nicht zu denen. Das Letzte, was er sagte, war, Toca arbeitet für Libertad. Dann habe ich ihn erschossen. Ich arbeite nicht mit Libertad. Er hat nur eine Runde durchgehalten. Versuchen wir es nochmal. Sagen Sie mir, was Sie über Libertad wissen. Der Bauer hat gelogen. Wer war es? Ich weiß gar nichts. Nein, 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 nein! Ich habe seinen Hof im Namen von Yara konfisziert. Signor Juan Torrena stellte Libertad über sein eigenes Land. Juan Torrena. Machen Sie nicht denselben Fehler. Sagen Sie mir, was Sie über Libertad wissen. Er lügt. Er ist verrückt. Das müssen Sie mir glauben. Ich halte das nicht mehr aus. Signora Toca, erst sterben Sie, dann Ihre Tochter. Reden Sie. Ich weiß doch gar nicht. Sie haben den Verstand verloren, oder? Pinga, seid ihr plötzlich alle mutig geworden? Libertad. Libertad was? Raus damit, Signora Toca. Libertad wird euch töten. Das ist jetzt hier.
Zack. Lieber Tat wird euch töten. Das war für mich das Startsignal eigentlich, ne? Hallo. Was ist denn hier hinter mir los? So. Was ist denn mit Olivia? Warum hilfst du mir nicht? Ich hab dir nichts getan. Darum hat sie so geknurrt. Sie hat's geahnt. Wird was Böses passieren. Das fehlte mir noch. Mir nicht. Meine Tochter wird auf der Finca Juan Torena festgehalten. Die ist südwestlich von hier. Warte. Los! Ja, los. Ich muss es markieren. Entschuldigung, dass ich mich hier nicht so gut auskenne. Nach 91 Folgen. Warte. Warte. Die hat gesagt, los. Müssen wir uns da beeilen? Ich sag los. So. Gut so. Ach, ich hab den ersten Mal gespielt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komme ich so überhaupt darüber auf die Straße? So. Jetzt sind wir auf der Hauptstraße. Na gut, dann holen wir die Tochter da mal raus. Ich hoffe, Olivia kommt auch mit. Nicht, dass die sich jetzt dort irgendwie festgepackt hat. Das wäre schade. Ups. Ne, hier geht's dann. Genau. Hier, links hätten wir rumgekonnt, aber eben nur runter ans Ufer und dann wäre Bach gewesen. So. Hallo. Hallo, ja. So, warte hier. Da lang. So. Oh, Gegenverkehr. Traktor. Kennt ihr das? Oh Gott. Immer zwischen Frühling und Winter ist die Gefahr groß, dass euch auf einem Dorf ein Traktor entgegenkommt. Duell. So. Ja, Entschuldigung, das war so. Hier stand noch nie ein Schild. Okay. Ah. Los. Olivia, komm. Pferd ist okay. Er hatte einen grünen Pfeil. Wir haben einen Sunny. So. Gut, aber alle haben wir noch nicht markiert. Ich geh mal hier. So. Wir müssen alles heraus. Wir brauchen alle. Wir brauchen, wenn, dann alle. Dann mal los. Und los! So. Los, fass, Oluso! Los! Also, wir wurden noch nicht gesehen, ne? So. So. Ja, hier ist noch was Rotes. Da war noch was Rotes. Ach, die junge Frau hier. Warte doch mal. Kennen uns doch kaum. Mein Gott. Hier drüben. Hier? Aha. Hilf mir. Erst helfe ich mir selber. Schneid mich los. Ja. So lauter du schreist, umso länger dauert's. Hey, hier drüben! Meinst du echt, ich bin blind? Sauberer getippter Brief. Augenzeugenberichte bestätigen eine Kollaboration der Bauern mit den Guerilleros. Machen Sie alle Verdächtigen ausfindig und untersuchen Sie den Umfang Ihrer Unterstützung. Obwohl das Überleben der Sympathisanten für Arbeits- und Umschulungszwecke als Parias von Vorteil wäre, haben Sie freie Hand, um alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, die dem Erhalt von Informationen dienen. Hilf mir!
Hast du die Soldaten verraten? Schneid mich los! Wo ist denn dein Freund? Du rettest mich! Ja. Gracias! Kein Problem. Sieh zu, dass die Schokoladenfabrik sauber läuft. Achso, geh nach Hause. Deine Mutter macht sich Sorgen. Mach ich. Versprochen. Na dann. Los. 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 Olivia fast. Nee, Olivia. Alles gut. Hallo? Ich möchte mich für die Rettung meiner Tochter bedanken. Kein Problem. Gern geschehen, Signora Tucker. Ab sofort werden meine Bauern und ich Libertad unterstützen. Das verspreche ich. Gracias. Und wir haben ein kleines Geschenk. Es wartet bei meiner Finca. Es wartet bei der Finca. Ein kleines Geschenk. Eine Level 5 Bazooka. Kann das sein? So, warte, Moment. Die Finca, die war ja hier irgendwie, hier oben, ne? Ne, Satellitenstation. Wo war denn die Finca? Warte, nee. Finca Duarte? Finca, war das die? Finca Arese? Finca Docca, da müssen wir hin. Gut, markiert. Verluste, komm, Geschenk abholen. Oh, das ist aber schön, eine tolle Sporttasche. Und Benzin. Oh. Und nochmal Benzin. Tolles Geschenk. Benzin. Darling. Genau, ab zu deiner Mutter. Hopp. Los, verschwinde. Yeah. Achso, Olivia. Wieder. Voll auf Aggro. Gut. Gehen wir uns das Geschenk mal holen. Stimmt, so ein Moped hier. Ich wollte einen Wingsuit einsetzen, aber braucht wahrscheinlich zu lange. So. Ich wollte es unbedingt mal machen. So, hops. Okay, Ziege. Was ist denn hier schon wieder los? Ach, der hat nur die Brücke bewacht, okay. Naja, erst war er wach, jetzt schläft er. Was steht da? Bewacht. Okay, da ist wieder unsere kleine Schokoladenfabrik. Schön wieder hier zu sein. Ja, nicht allzu lange weg. So, dann schauen wir doch mal, wo ist denn das Geschenk? Komm her! Señora Tucker. Ich habe mit Gloria gesprochen. Gracias, danke für alles. Meine Bauern und ich werden die Guerilla weiterhin unterstützen. Wir wissen zu schätzen, was du und die anderen Bauern für uns tun. Ja, im Moment scheint es so. Mal sehen, wie lange das anhält. Wo ist denn hier ein Geschenk? Die Kiste? Echt, war das das Geschenk? Da regt sich sogar Oluso auf. Ich meine, im Geschenkengaul schaut man sich ins Maul. Supremo-Kleber, jawohl, alles klar, aber. Bisschen mehr, aber. Na, immerhin betreiben sie Biostrom. Oder betreiben alles mit Biostrom. Betreiben ja nicht selber Biostrom. Gut, dann geht's jetzt erstmal dahin, rechts von uns. Toll. Wir müssen nach rechts. Ach, was ist da? Berg. Super. Willkommen in meinem Leben. Hier hoch. 80 Meter bergauf. Sollte zu schaffen. Ich kann's nicht. Ich kann's einfach nicht. Nein, geht nicht. Ich kann nicht so brutal zitierend sein. Ich kann's nicht. Da oben?
kommt man mit einem Seil runter. Mit der Leiter hoch. Aber wie komme ich an die Leiter? Moment, wir schauen einfach mal, wo das Seil hingeht. Uff. Hier oben. Olusha. So. Hier irgendwo, ne? Autsch. Hier geht's Seil los. Okay. Und da wärmer. Und zack. Yay. Oh, ich wollte gerade einen Fallschirm öffnen. Haben wir das? Ist hier noch irgendwas? Es gibt halt noch einen Haufen Libertad-Kisten, ne, die wir noch nicht haben. Es gibt aber auch noch diese Kiste hier. Und diese. Was wir alles noch nicht haben. Es gibt aber auch noch Missionen, die wir noch nicht haben. Es gibt auch noch nicht... Was? Ach ja, stimmt. Oh, das wollten wir ja die ganze Zeit eigentlich schon machen, diese Schatzsuche. Und diese Schatzsuche, die ist sogar noch näher dran. Gut, ab geht er. Warte, 900 Meter, ernsthaft? Ja, wir haben nichts in der Nähe. Ich glaube, die Entfernung ist dieselbe, ob wir jetzt hierher machen oder von hier aus weiterlaufen. Na gut. Oh, wir haben ja so ein... Vielleicht können wir von hier oben mit dem Wingsuit ein paar Meter gut machen. Das ist eine Idee. Nenn ich mal... Ja, also, wenn es funktioniert, warum nicht? So, schön hier rum. Und dann... Hops. Ja. Aha, Kletterhaken. Und hoch. Weiß ich, der bricht sich da jedes Mal auf. 800. Hund? Ey, wie kommt ihr hier hoch? Der Kletterhaken? Hola. Hola. Was war das? Das war ein Mensch, tatsächlich. Wow. Wow, wow, wow. Mega nice. Da lang, ne? So. Ah. Toll, das hat ja wunderbar funktioniert. Hier sind noch mehr Kletterhaken, oder? Oh, Dani. Komm schon. So. Oi. Oi. Hola. Hola. Ah. Tschüss. Satellitenanlage. Gehört, glaube ich, von uns. So. Jetzt. Haha. Okay, ich denke mal, für den Umweg, den ich da gebraucht habe, den Berg hochzulaufen, wären wir eigentlich auch schon längst da gewesen. Aber macht ja nichts. Man kann hier nur gewinnen. So, guck mal. Upsala, voll ins Gesicht. Aber hohe Bäume. 500 Meter, 400 Meter, hallo. Haben wir aber schön was gut gemacht hier. Oder was sagt ihr? Geht schon, ne? Ja, und durch das ganze Laden ist jetzt Abend geworden. Aber wir probieren es nochmal. Alle guten Dinge sind ja bekanntlicherweise zwei. Hops. Und Abflug. Und da geht er hin.
Da geht er dahin. Wir müssen dran denken, dass wir diesmal, ihr seht's rechts stehen, Kreis Fallschirm öffnen. Wir könnten auch so ein bisschen nach links abdriften. Ich glaube, da ist die Entfernung zum Erdboden ein bisschen höher, als wenn wir versuchen, hier rechts über den Berghang drüber zu fliegen. Aber es sollte alles so funktionieren, dass wir mit dem Wingsuit, mit dem Fluganzug ein paar Meter gut machen. So, jetzt sollten wir den Fallschirm öffnen, genau vom Traktor landen und haben tatsächlich über 400 Meter gut gemacht. Ist das was? Ist das was? Das Einzige, was wir nicht gut gemacht haben, ist, ja, Zeit fürs Spielen. Bei dir. Hallo. Gevuelta. Hallo. Wer ist da? Ich bin's. Bist du blind? Sind Sie blind? Das Einzige, was wir nicht gut gemacht haben, ist Zeit fürs Spielen. Da haben wir jetzt ein bisschen durch das Laden ein bisschen verkackt. Was soll's? Was ist denn hier schon wieder? Los, los, auf was? Los und los! Kommt jetzt zu mir ran? Komm her, Lusso! Warte mal, da fährt noch ein LKW rum. Hol sie dir! So. Was ist denn da an mir vorbeigeschossen gerade? Hallo? Oh, Lusso, komm her! Kann ich hier hochklettern? Ja. So, was haben wir denn hier? Oh nein. Wir haben die Kryptogramme noch nicht? No. Warum nicht? Wir waren doch überall gewesen. Also, fast überall. Ist da jemand? Ich? Oh, ist ja gut. Bin halt nicht so schönste. Warum hat denn der Taschentücher und Alkohol auf dem Bett? Ich will's gar nicht wissen. No. Der wohnt halt alleine. So. Okay, wir lassen ihn in Ruhe. Ich will das eigentlich gar nicht anfassen, was er so da. So. Genau, das Einzige, was wir nicht gut gemacht haben, ist Zeit zum Spielen. Los, los, auf was? So, ich hol mir halt in der Zeit hier diese Materialien. Los, los, so. Bei den Oculus-Nebel hier ein bisschen herausfordern, ne? Olivia, da hat sich bewegt. Oh. Hallo. 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 Ha, da liegt er und stinkt. So. Mist! Wieso Mist? Ich rette euch nochmal, ernsthaft. So, Metall eingesammelt. Komm, Olivia, wir müssen zur Schatzsuche. Aber das erst in der nächsten Folge, also dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob.